Klar, natürlich, weil er ist ein Vorbild, so wie er sich darstellt. Ich wäre froh, ich wäre so cool. Ah ja, der ist zur Charity-Veranstaltung gegangen. Noch war er da. Das habe ich auch mitgekriegt. Das haben sie mir gesagt. Der hat zugesagt bei einer Charity-Veranstaltung und dann nach 4,5 Jahren oder 5 Jahren Schluss. Volle Erfolgsgeschichte, noch holst du keinen Sieg nach 14 Spielen. Und du hast dazu gesagt und gehst dahin. Also ich, wenn ich dazu gesagt hätte und ich wäre entlassen worden, ich hätte ihm was gegeben und er hätte gesagt, ich kann nicht kommen. Das ist der Unterschied, ich will nicht kommen. Das weiß ich. Wir sind alle abhängig vom Erfolg. Wenn wir in der ersten Bundesliga arbeiten, in dem Bereich oder in der zweiten Liga und dann im Fußball, ja, was glauben Sie? Das wissen Sie doch. Wir sind doch vollständig abhängig vom Erfolg. Deshalb sind wir ja da. Deshalb ist super, da zu arbeiten, aber es ist auch brutal hart und brutal. Du musst mit Frustsituationen umgehen über Monate, die sind gnadenlos, weil alle dich betrachten. Aber du kriegst ja auch, wenn du das gute Arbeit ist, kriegst du ja auch monatelang, wo es super läuft und alle Hosiana singen. Dann bist du auch, ist ja auch toll. Aber wenn du keine Punkte holst und trotzdem alles tust und das nicht funktioniert, was meinen Sie, wie das ist? Weil das ist ja nicht nur am Samstag so. Es geht ja am Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch geht es ja gerade weiter.